Ja, vielen Dank, Herr Hock. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Vorspieltagspressekonferenz des HC Erlangen hier heute im Hause Lebkuchen-Schmidt. Wie immer, letztes Heimspiel vor den Weihnachtstagen ist unsere traditionelle Black Night. Wir auch Sie natürlich bitten, gerne in Schwarz zu erscheinen. Und ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Adler Stein-Egerson und Jonas Tümmler. Und wie immer geht die erste Frage an den Trainer. Wie hast du die Mannschaft auf die Füchse aus Berlin vorbereitet? Ja, wir wissen, dass das jetzt am Donnerstag keine einfache Aufgabe wird. Die Füchsen kommen nach, glaube ich, einem schlechten Ergebnis bei den Mannheim, bei den Löwen. Wir werden halt hoch motiviert sein, um sich diese Punkte halt zurückzuerobern. Unsere Aufgabe wird es trotzdem sein, auf die Spezialitäten von den Füchsen halt gut vorbereitet zu sein. Vor allem natürlich, dass das geballte Qualität, die aus dem Rückraum kommt, ob das von Fed, Nenadic, Wiede, Kobler, also ich kann, glaube ich, kaum aufhören zu zählen, wenn man welche Qualität da auf uns zukommt. Aber ich glaube, für uns wird das wichtig, dass wir in Angriff einen Schub nach vorne machen aus dem letzten Spiel, dass wir noch klarere Strukturen gegen beide die 6-0 und die 5-1, dass wir klarere Sachen rausspielen und weiterhin die Deckung mit Torhüter so veranstalten wie bis jetzt. Dann haben wir zu Hause auch gegen Berlin eine Chance, wenn die Deckung halt so arbeitet wie in den letzten Spielen. Und darauf werden wir setzen, dass wir dadurch durch einfache Tore die Füchsen aus Berlin hier zu Hause unter Druck setzen können. Danke, Adli. René, was erwartest du dir vom Donnerstag? Ja, ein sehr emotionales und ein sehr stimmungsvolles Spiel. Wir werden eine gut gefüllte Halle vorfinden und ich kann jeden nur einladen, dort am Donnerstag 20.45 Uhr das mitzuerleben. Die Mannschaft wird spezielle Trikots haben und damit den Schulterschluss mit dem Publikum noch symbolisieren, die alle bitte in Schwarz erscheinen mögen. Das Motto Black Night, eine langjährige Tradition bei uns. Wir kurz vor Weihnachten haben dort natürlich immer eine außergewöhnliche Stimmung in der Halle, diesmal auch einen außergewöhnlichen Gegner. Füchse aus Berlin haben bisher eine super Saison gespielt und stehen zu Recht oben in der Tabellenspitze und haben dieses Jahr nicht umsonst auch Chancen, vielleicht sogar auf die deutsche Meisterschaft. Adli hat es gerade schon aufgezählt. Viele, viele Stars werden da am Donnerstag in die Halle kommen und klar, wir wollen trotzdem natürlich versuchen, dieses Star-Ensemble zu schlagen, zu knacken, aus einer guten Abwehr heraus dort vielleicht die kleine Sensation zu schaffen. Wir wissen, da brauchen wir nicht nur eine gute Leistung, sondern auch eine große Stimmung in der Halle und deswegen, ja, freue ich mich schon auf dieses Spiel und hoffe, dass wir alle gemeinsam da die Atmosphäre und das Spiel genießen können und ja, freue mich auf den kommenden Donnerstag, zeitgleich natürlich auch auf den 27., weil damit haben wir dann das nächste Highlight bei uns in der Arena und ich glaube, beide Spiele zusammen bilden einen sehr, sehr schönen und stimmungsvollen Jahresabschluss. Danke. Danke dir, René. Timmy, jetzt bist du ja schon eine Weile bei uns, aber trotzdem ist und bleibt Berlin deine Heimat und die Füchse Berlin dein Kindheitsclub. Es wird für dich immer noch eine besondere Begegnung sein, wenn du gegen die Füchse spielst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir zur Black Night, wir waren ja, glaube ich, alle schon mal dabei und wissen, wie geil dieses Event ist. Und freue mich natürlich, dass wir natürlich gegen Berlin spielen. Sehe halt alte Bekannte wieder und da macht es immer besonders Spaß, gegen die zu spielen. Und freue mich riesig auf den Donnerstag. Danke, Timmy. Zeit für Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Dann bitte zum Mikrofon greifen. Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Ja, wie ist die personelle Situation? Andi Schröder hatte sich, glaube ich, den Finger ausgekugelt. Martin Stranowski fällt sehr wahrscheinlich ja weiterhin aus. Sind noch weitere dazugekommen, die fehlen und kann Andi Schröder eingesetzt werden? Andi Schröder wird normal einfach mit Tape spielen können. Das ist nichts Gravierendes, wenn man halt über einen ausgekugelten Finger sprechen kann. Aber das kann er wegstecken und wird normal mitwirken können. Wochenende, Sie haben recht, Martin Stranowski wird weiterhin auch fehlen. Sonst sind keine neuen Verletzungen dazugekommen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Die Stimmung war ja am
letzten Wochenende dann doch relativ geknickt, nachdem es nicht so gelaufen ist wie vorgestellt. Wie habt ihr es aufgearbeitet im Training? Ihr habt wahrscheinlich viel Videostudium, gerade was das Angriffsspiel angeht, betrieben. Ja, ich habe aber ausnahmsweise die Mannschaft, wir haben ja sehr viel Videos, seit ich hier bin, angeschaut, sehr viel analysiert, sehr viel vor den Kopf gearbeitet. Und ich habe die Jungs nach diesem Spiel am Wochenende ausnahmsweise erst einmal die Richtung nur auf Berlin gesetzt haben, dass wir klaren Situationen. Wir haben nicht viel in den Rückspiegel jetzt geschaut, in Richtung Friesenheim, sondern eher halt auch, wie wir uns jetzt gegen die Füchse halt verhalten wollen. Und die andere Analyse will ich mich zwischen den Jahren sparen und werde dann eine Zusammenfassung aus diesen Sachen dann zusammentun. Aber jetzt haben wir keine Zeit, großartig uns darüber zu Gedanken zu machen, sondern die Energie soll jetzt in Richtung die kommende Aufgabe sein und nicht in den Rückspiegel zu schauen. Christoph. Ja, Jonas, angesprochen, die Energie soll jetzt bei den Füchsen liegen. Die Energie ist ja verloren gegangen beim letzten Spiel, jeweils in der so nach 15 Minuten in beiden Halbzeiten. Habt ihr da jetzt eine Erklärung dafür gefunden, trotzdem, woran das gelegen hat? Ja, wir haben das Spiel halt noch nicht analysiert, richtig. Ein paar haben sich natürlich angeguckt. Ich denke, fast alle haben sich sogar nochmal angeguckt. Warum wir in der 15. Minute eingebrochen sind und ich weiß nicht, wie viele Tore wir vorne waren, aber wieder hergegeben haben und das in der zweiten Halbzeit auch wieder, kann ich mir so noch nicht so wirklich erklären. Wir haben halt im Angriff nicht mehr das so auf den Punkt gespielt, wie wir es uns eigentlich immer im Training erarbeitet haben. Haben wir in der Abwehr auch nicht mehr so zugepackt wie am Anfang. Woran es wirklich gelegen hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber so im Allen der Angriff und die Abwehr dann gleichzeitig nicht 100% da gewesen und so ist es dann zustande gekommen. Gibt es noch Fragen? Ja, auch an dich die Frage, wie ist es denn jetzt? Urosch ist verletzt, du bist der einzige Kreisläufer mit Sergej, aber im Angriff kommst du ja eigentlich nahezu nur du zum Einsatz. Merkst du, dass es auch eine Kraftfrage wird jetzt langsam, auch für dich? Ich kann mich ganz gut regenerieren zwischen den Spielen. Tue alles dafür, dass ich zu 100% fit bin. Und Adli gibt uns auch die Ruhe, die wir brauchen. Und somit ist man zum Spiel meistens zu 100% fit. Philipp. Sind jetzt noch zwei Spiele, Adli. Es gibt wahrscheinlich eine kopfinterne Vorgabe, was du gern hättest. Was ist so das Ziel, das du dir und der Mannschaft gesteckt hast? 1-2 Punkte aus den beiden Spielen? Wir haben 2 Spiele, das sind 4 Punkte zu holen. Und das ist das erste Mal, was das ist. Wir gehen ja nicht mit gehen da nicht in die Spiele und sagen, wir wollen heute nur 0,5 Punkte holen, sondern wir wollen ja die beiden Punkte und das vor den beiden Spielen. Ob das reicht, das werden wir dann nachher sehen. Aber wir werden daran greifen, wir werden auf Sieg spielen, wie immer, vor allem hier zu Hause. Und dass es nicht leicht oder einfach ist, ist klar. Aber wenn 4 Punkte im Pott stehen, dann wollen wir die beide haben, also alle 4 haben, ne? Keine Frage. René, du hast gemeint, gut gefüllt. Kannst du das auch in Zahlen ausdrücken? Was habt ihr schon verkauft jetzt bisher an Zahlen? Mit wie vielen Zuschauern darf man rechnen? Ja, also bei beiden Spielen deutlich über 5.000. Gerade auch das Spiel am 27. wird nochmal deutlich voller, wo wir auch mit bzw. ohne beide Vorhänge spielen werden aufgrund der hohen Besucherzahl. Wir haben natürlich noch Tickets, aber es sollte man sich, falls man noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, vielleicht jetzt schnell noch ein paar Karten sich sichern und da, glaube ich, ein wirklich tolles Event unter den Baum legen. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen allen fürs Kommen. Danke auch nochmal Lebkuchen Schmidt für die Gastfreundschaft. Und dann sehen wir uns alle am Donnerstag um 20:45 Uhr zur Black Night in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Vielen Dank.